Der Autocross-Sport in Deutschland war in den letzten Jahren belegt mit einigen Diskussionen, mit zweifelhaften Entscheidungen, mit hier und da auch ein bisschen Ärger. Und über den Winter 2013, 2014 hat sich jetzt nun etwas geändert. Alles ist auf neue Füße gestellt worden und DMSB und DAV sind stark daran interessiert, dass das neue Konzept jetzt auch mal vorgestellt wird. Und deshalb haben wir das hier für alle jetzt mal, denke ich, gut sichtbar aufbereitet. Nachdem nun die neue Ausschreibung für die Autocross-Trophäe 2014 veröffentlicht ist und es im Vorfeld und auch jetzt noch einige Irritationen zu diesem Thema gibt, möchte der DAV über diese Serie auch im Zusammenspiel mit der Deutschen Autocross-Meisterschaft ausführlich informieren. Die Teilnehmer müssen sich übrigens keine Sorgen über allzu große Veränderungen machen, denn die Anforderungen an Fahrer und Fahrzeuge, der Ablauf der Veranstaltung und die bekannten Preisgeldschlüssel bleiben fast unverändert bestehen. Der Schritt, die Serie wieder unter dem Dach des DMSB auszutragen, ermöglicht es dem DAV zukünftig, mehr Einfluss auf die weitere Entwicklung dieses Sports zu nehmen. Es haben sich einige Personalien bei DMSB und auch DAV geändert und die neue Zusammenarbeit im Jahr 2014 gestaltet sich bislang durchweg positiv. Wie gestaltet sich das nun im Einzelnen? Wir haben den DMSB, der weiterhin die Deutsche Autocross-Meisterschaft ausschreibt. Neben der DACM wird die DMSB AX-Trophäe, kurz DAT, zwischen Clubsport und der Deutschen Meisterschaft etabliert, um Einsteigern wie Fortgeschrittenen kostengünstigen Autocross-Sport unter dem großen Dach des DMSB zu ermöglichen. Die Veranstaltergemeinschaft DAV tritt übrigens weiterhin als Serienausschreiber dieser Trophäe auf. Die DACM wird 2014 sechs Veranstaltungen umfassen, darunter ein Auslandsrennen in Steinburg. Bei der Trophäe sind es 8 Rennen, ebenfalls mit der Auslandsveranstaltung in Steinburg. DACM und DAT in Steinburg, da kann man schon sehen, es wird Veranstaltungen geben, die zu beiden Serien gewertet werden und es wird dort auch gemeinsam gefahren. Das Reglement macht es möglich und wie das genau funktioniert und gewertet wird, sehen wir im Verlauf dieser Präsentation noch viel genauer. Kommen wir zu den erforderlichen Lizenzen. In der DM wird zukünftig mindestens die nationale B-Lizenz verlangt. Die bisher benötigte und teure A-Lizenz ist nicht mehr notwendig. Mit der C-Lizenz ist man hier für die Tageswertung zugelassen, nicht jedoch wertungsberechtigt für diese Meisterschaft. Eben diese C-Lizenz reicht aber wie im Vorjahr zur Teilnahme und Wertung bei der AX-Trophäe aus. Eine Ausnahme bildet hier das Auslandsrennen. Hier wird mindestens die C-Plus-Lizenz notwendig. Diese kostet aber gerade mal 10 Euro mehr wie die C-Lizenz. Wer also in Frankreich starten möchte, sollte gleich die C-Plus-Lizenz beim DMSB beantragen oder wer schon im Besitz der C-Lizenz ist, diese in die Plus ganz einfach umwandeln lassen. Die C-Plus-Lizenz kann leider nicht wie die normale C-Lizenz direkt auf einer Veranstaltung erworben werden, sondern nur direkt beim DMSB. Dies also bitte im Vorfeld beachten. Zum Thema Wagenpass. Im Vorjahr war dieser unter Clubsportbedingungen nur empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. In beiden Serien ist jetzt der Wagenpass nicht mehr unbedingt erforderlich. Wer für sein Fahrzeug einen gültigen Wagenpass besitzt, kann diesen natürlich weiter verwenden. Ganz ohne ein Dokument wird es aber auch in Zukunft leider nicht gehen. Um festzuhalten, ob der Fahrer auch der Besitzer des Fahrzeuges ist, beziehungsweise ob eine Verzichtserklärung des Eigentümers notwendig wird oder um eventuell Einträge nach Unfällen zu machen, wird die sogenannte Fahrzeug-ID-Karte eingeführt. Diese ID-Karte kann vor Ort bei der technischen Abnahme für 28 Euro gekauft werden und ist für die jeweilige Saison komplett gültig. Im Vergleich ist dies günstiger als der Wagenpass, den man alle 2 Jahre verlängern musste. Um die Serie weiterhin kostengünstig und auch attraktiv für Einsteiger zu halten, hat sich nichts bei den Anforderungen an die Fahrerausrüstung verändert. In der DAT gelten auch zukünftig die aus dem Clubsport bekannten Bestimmungen. Hier im Überblick die Vorteile. Grundsätzlich ist das Tragen von Overalls gemäß FIA-Norm 8856-2000 vorgeschrieben. Im Vergleich zum DMSB-Reglement werden aber folgende Abweichungen toleriert.
Feuerfeste Unterwäsche, Kopfhaube, Schuhe und Handschuhe gemäß FIA-Bestimmungen werden dringend empfohlen, sind aber erst ab dem 01.01.2015 zwingend vorgeschrieben. Abgelaufene Homologationen, mindestens aber nach FIA-Prüfnorm 1986, werden noch bis zum 31.12.2015 akzeptiert. Es muss ein Helm getragen werden, der grundsätzlich den DMSB-Bestimmungen entspricht. Helme gemäß ECE-Norm 2205 sind noch bis zum 31.12.2016 zulässig. Die abgelaufenen Homologationen können so noch in der Saison 2014 und 2015, also 2 weitere Jahre, weiterverwendet werden. Die Helme sogar noch 3 Jahre, nämlich inklusive der Saison 2016. Die Fahrzeugklassen werden nach dem technischen Reglement des DMSB ausgeschrieben. Bei der Zuordnung haben sich da kleine Änderungen ergeben. Die Klassen 1 und 2 sind die Tourenwagen, unterschieden durch den Hubraum. Aus der Klasse 3a wird die 3 und aus der alten Klasse 3 wird die neue Klasse 4. Also die Supertourenwagen unterscheiden sich durch die Antriebsart 2 bzw. Vierradgetrieben. Dadurch wird die ehemalige Klasse 4 der Buggys oder Crosskarts bis 650 Kubikzentimeter umbenannt in die neue Klasse 7. Diese Aufteilung gilt so für die DACM, also für die Deutsche Autocross-Meisterschaft, und DAT, sprich Deutsche Autocross-Trophäe, gleichermaßen. Vermissen werdet ihr hier die Serientourenwagen. Der AX-Trophäe bleiben diese aber erhalten und werden als Klasse 1A bzw. 2A für die Meisterschaftswertung der Tourenwagen ausgeschrieben. Zusätzlich wird vom DAV ein Versuch gestartet. Auf der Jahreshauptversammlung wurde beschlossen, eine Klasse nur für zweiradgetriebene Buggys oder eben Spezialcross-Fahrzeuge anzubieten. Dieser wird das technische Reglement der Klasse 5 zugrunde gelegt und unter dem Namen Klasse 5a geführt. Der Terminkalender. Wie am Anfang schon erwähnt, haben wir 6 Veranstaltungen bei der Deutschen Autocross-Meisterschaft und 8 bei der Deutschen Autocross-Trophäe. Losgehen sollte es bei der DM in Großdölln. Als wir diese Präsentation vorbereitet haben, stand dieser Termin noch fest. Jetzt die Nachricht, dass dieses Rennen verschoben wurde. Gut möglich, dass es so für beide Serien das erste Mal in Seelo Mitte Mai an den Start geht. Was direkt in dieser Übersicht zu sehen ist, es gibt Läufe, die ausschließlich zur DACM und auf der anderen Seite ausschließlich zur DAT gewertet werden. In Seelo, Steinburg und am Matschenberg werden aber beide Serien am gleichen Wochenende ausgetragen. Die Fahrerfelder werden dabei aber nicht auf die beiden Meisterschaften aufgeteilt, sondern es wird zusammengefahren und es gibt eine gemeinsame Tageswertung. Das funktioniert eigentlich so, wie ihr es aus der Saison 2012 gewohnt wart. Aber wie wird das für die beiden Meisterschaften denn nun ausgewertet? Für den DAV ist das ganz einfach. Da mindestens die C-Lizenz vorgeschrieben ist, sind alle deutschen Teilnehmer auch für die Meisterschaft wertungsberechtigt. Somit geht die komplette Tageswertung in die AX-Trophäe ein. Zur DACM werden allerdings nur alle Teilnehmer, die mindestens im Besitz einer nationalen B-Lizenz sind, gewertet. Das bedeutet, alle Teilnehmer entscheiden mit dem Kauf der Lizenz, in welcher Meisterschaft sie 2014 antreten wollen. Um welche Preise und welche Titel geht es in den Meisterschaften? In der DACM, also der Deutschen Autocross-Meisterschaft, wird um die deutschen Meistertitel der Tourenwagen und Buggys gekämpft. Bei der Deutschen Autocross-Trophäe sind es entsprechend die Sieger dieser beiden Kategorien, bei denen auch die Serientourenwagen und Crosskarts mit einfließen. In der DM gibt es darüber hinaus noch eine extra Challenge für die Klasse 7 und eine neue Team-Challenge. Juniorentitel werden in beiden Serien entsprechend vergeben. Preisgeld wird weiterhin nur in der Trophäe ausgeschüttet. Alle DAV-Veranstalter binden sich mit der Ausrichtung der Trophäe an den vorgegebenen Preisgeldschlüssel für die Tageswertung. Und wie gewohnt gibt es am Saisonende eine vom DAV organisierte Siegerehrung, die aller Voraussicht nach 2014 in Gründau stattfinden wird, auf der Preisgeld und Pokale für die Jahresendwertung verliehen werden.
So, ich hoffe, dass wir durch diese kleine Präsentation ein bisschen Klarheit oder vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit in die vielen Gerüchte und Geschichten, die im Umlauf sind, bringen konnten. Bei Rückfragen einfach auf der DAV-Seite mal nachfragen, eine Mail schicken. Ich denke, dann können wir da entsprechend alles beantworten. Jetzt sage ich Tschüss und wünsche viel Spaß in einer hoffentlich guten und angemessenen deutschen Autocross-Saison.